Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik. Es geht um Leitungen und Kabel. Das letzte Mal haben wir Energiekabel besprochen, heute sprechen wir über Melde- und Signalkabeln. Ich mache es wieder kurz, es wird wieder eine grausliche Auflistung von irgendwelchen Werten und so weiter. Aber am Schluss werden wir eine Übersicht haben und werden das hinschreiben. Ein paar Sachen, keiner dazu gesagt. Fangen wir gleich an. Erste Stelle, Melde- und Signalkabel. Erste Stelle. Da steht der Typ. Typ. Gibt es verschiedene Typen, zum Beispiel A-Bindestrich, das ist immer der Bindestrich da. Ja, A, das Außenkabel. Dann gibt es ein Füll. Flachleitung. Da gibt es ja, schaut aus wie ein J, sagt aber I, ja, Installation. Da gibt es ja Li, ja, das sind Lizen. Da gibt es ja RG, so Koax. Koaxialleitung. Okay, das ist der Typ. AES gab es nur Schaltkabel. Typ. Ja. Dann Bindestrich. Das ist immer der Bindestrich. Gehört dazu. Bindestrich. Ja. Und dann kommt die Isolierung. Ja. Isolationsmaterial. Isolierung der Adern. Ist dann, ja. Und da gibt es wieder verschiedenste. Ja. Also da gibt es wieder Y, Polyvinylchlorid. Ja. Dann gibt es diesmal YU, ja, PVC, Polyvinylchlorid, nur ist es flammwidrig. Ja. Da gibt es ja YW, das ist PVC, wärmebeständig. Okay. Und dann gibt es eine Reihe von anderen Kunststoffen. Da gibt es zum Beispiel das 2Y, das Polyethylen. Ja. Dann gibt es das 0 2Y oder hin und wieder sieht man 2X, ja, das ist vernetztes Polyethylen von FAP. Ja. Und dann gibt es eine Reihe von also auf 2HX, das ist PE flammwidrig. Also sehen wir schon, PVC und PE, da gibt es jede Menge Bezeichnungen. Und dann kommen nur andere Sachen, wie zum Beispiel 3Y, also das war der 2Y, jetzt ist der 3Y, das ist Polystyrol. Dann gibt es 4Y, Polyamid, 5Y, Polytetrafluethylen. Dann gibt es 8Y, Polyimid, ja. Und dann gibt es noch 9Y, ja. Polypropylen, und dann gibt es 11Y, Polyurethan. Ja. Das sind so Isolierungen, habe ich jetzt ziemlich zusammengeflickt. Naja, okay, Isoliermaterial kommt da. Was kommt zwischen Adern und Mantel? Ein Schirm. Ja. Also hier haben wir Schirm. Nächste ist der Schirm. Das kann jetzt wieder C oder CB sein. So Kupfergeflecht. Ja.
Und den Rest schreibt man in Klammern. K ist ein Kupferband. Das üblicherweise über irgendein PE-Material. Was haben wir da noch? Dann haben wir L, Aluband. Dann haben wir MS, Stahlband. Dann haben wir SD, statischer Schirm. Das ist der Schirm, der kommt dazwischen. Und dann, logischer Aufbau, Mantel. Okay? Adernisolierung, Schirm, Mantelisolierung. Da steht auch Isolationsmaterial. Sie adern. Ja. Dann gibt es aber nur G für Gummi. Aha, hast halogenfrei. Halogene, das sind, die können entstehen beim Brennen. Ja, und wenn es halogenfrei ist, dann ist es halt weniger giftig. Aha. Dann gibt es nur L. Aluminium. Und eben ist der Bleimantel. Okay. Das ist der Mantel. Dann haben wir die Verseilung. Die nächsten zwei sind die Verseilung. Das da ist die Adern, Adernanzahl. Verseilung. Durchmesser in Millimeter. Ja. Das ist ein Wert. Ja. Und dann haben wir da die Verseilart. Da gibt es verschiedenste. Ja. Da gibt es zum Beispiel die Dieselhorst-Martin-Verseilung. Dann gibt es P, Paarverseilung. SD, Sternführer. BD, Bündel. LG, Lagenverseilung. Ja, die Rund, ja, und SE sektorförmig. Was sind das jetzt ich mache nur die Bewährung. Am Schluss, das ist die Bewährung. Die harte Hülle praktisch, das kann entweder A, Aluminium sein. Oder B, Stahl. So, Verseilung. Paarweise verseilt. Was heißt Verseilung? Verseilung heißt verdrillt. Ja? Also wenn ich zum Beispiel jetzt Paarverseilung, P, würde praktisch so ausschauen, dass ich praktisch eine Ader so habe und die zweite Ader habe ich so. Die sind paarweise miteinander verseilt. So eine Seillänge. Und so weiter. Das wäre eine Paarverseilung. Ein Sternvierer zum Beispiel würde so ausschauen. Da ist da ein Adernpaar, so, wenn man von vorne jetzt drauf schaut, und hier ein Adernpaar. Zwei Adernpaare. Und die sind miteinander verdreht. Okay?
Das ist der Sternführer, das ist der Ästhet, oder? Ja. Und was ist zum Beispiel jetzt so ein Dieselhorst Martin? Das klingt ja ebenfalls interessant. Das sind zwei, das ist ein Adernpaar verseilt, ja, Paarverseilung, zweites Adernpaar verseilt, Paarverseilung, die zwei Adernpaare wieder verseilt. Ja. Das da ist die Dieselhorst Martin. Also das ist praktisch dann so Verseilung in Verseilung, ja. Dieselhorst Martin. Da gibt es halt verschiedenste so Verseilarten. Ja, das heißt es halt. Okay? Melde- und Signalkabel. Das ist sind die Bezeichnungen von diesen Melde- und Signalkabeln. Ja. Was uns jetzt an und für sich noch fehlt, ist die Bezeichnungen für so Netzwerkkabeln. Ja. Also Datentransferkabeln und so weiter, die schauen wir uns aber im nächsten Video an. Also kommt nur mal sowas. Aber wird kürzer, weil da gibt es zum Glück nicht so viele. Ja. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.